Und damit begrüße ich euch auf das Allerintensivste hier auf meinem Kanal Dennis Gaming zu einer neuen Runde LS19 hinter Kaifeck. Ja, wir sind wieder zurück hier in der nächsten Folge und müssen den Drescher rausholen. Warum? Weil unser Feld hier zur Linken ist reif. Der Weizen ist fertig und den holen wir hier jetzt runter. Und dafür brauchen wir natürlich einen Drescher. Macht Sinn. Auf der 35 ist bereits der kleine Fendt unterwegs mit der Pflanzschutz. Mit der Feldspritze mit dem Pflanzschutzmittel. Und bringt das dort geradeaus. Und wir schnappen uns jetzt hier den Drescher und werden mal wieder ein bisschen dreschen fahren. So. Und dann werden wir uns in dieser oder in der nächsten Folge auch nochmal um die Schweine kümmern müssen. Müssen und wollen natürlich, ist ja ganz klar. Die brauchen nämlich so langsam auch mal wieder ein bisschen was hier. Wasser zum Beispiel, Sauberkeit, ne? Das werden wir in der nächsten Folge machen. Oder vielleicht in dieser, vielleicht schaffen wir das in dieser auch noch. Aber ich möchte jetzt eigentlich erstmal ein bisschen dreschen. Und dann gucken wir mal. So. Ich lasse den hier unten stehen. Ich weiß ja, dass der Cosplay-Kurs da oben angefangen hat. Deswegen werden wir jetzt auch dort starten. Dann können wir nämlich gegebenenfalls zwischendurch an den Cosplay-Helfer übergeben. Ne? Und sind nicht gezwungen, irgendwie das ganze Feld selber zu machen. Dann können wir auch mal unseren Helfer einstellen. So. Schläuche dran. Zapfe da dran. Zack. Und Drescher ausklappen wäre auch nicht verkehrt. Obwohl das Einzige, was ich so das Gefühl habe, was er ausklappt, ist irgendwie nur die Leiter, ne? Ich habe zumindest noch nicht gesehen, dass da irgendwas anderes passiert. So, irgendwo hier oben. Hatten wir... Stopp. Wir brauchen keine Strohablage, denn wir haben keinen Platz mehr für Stroh. Das passt soweit. Strohablage ist ausgeschaltet. Wir hatten ja das Rapsfeld auch mit Stroh gemacht, also mit Strohablage. Und ja, davon ist unser Silo jetzt voll. Wir haben da 200.000 Liter drin. Und so viel brauchen wir ja gar nicht. Deswegen, ja, lassen wir das da mal ganz entspannt jetzt sein hier mit der Strohablage. Sparen wir uns auch die Arbeit, das nachher einzufahren. Obwohl man es mitunter natürlich auch hätte verkaufen können. Können wir nochmal eben schnell gucken, wie da so der Preis ist aktuell. Aber ich glaube, der ist jetzt auch nicht so bombastisch, dass man sagt, das würde Sinn machen. Na, guck mal hier, 200.000 Liter. 850.000 Liter Kapazität soll sein. Ich behaupte mal, ich weiß es aber nicht ganz genau, dass das diese Silos hier sind. Weil hier in unserem, in dem hier, ja, da geht kein Strom mehr rein. Daher könnte ich mir jetzt nur vorstellen, dass das die anderen Höfe sind. Nach dem Preis wollte ich gucken, so. Ja, 78, ne? Nee. 78 für 1000 Liter. Das macht überhaupt keinen Sinn, finde ich. Können wir uns mal überlegen, behalten wir den Weizen, verkaufen wir den Weizen, was machen wir damit? Wir haben ja sowieso noch was im Silo, ich guck mal gerade rein, 8239, ja, würde ich fast sagen, schmeißen wir erstmal ins Silo und dann mal gucken, ob wir es dann noch verkaufen oder was wir damit machen. Jetzt will ich nochmal ganz schnell gucken, gut, wir können es natürlich auch den Schweinen dann erstmal geben, ne? Dann hätten wir die in dem Bereich komplett versorgt. Das wäre natürlich auch nicht verkehrt. So.
Ja, einmal rum und dann ist er gleich voll, ne? Das ist ja natürlich auch gut. Weizen ist ja immer schön ergiebig. Mal schön an den Bäumchen hier vorbei. Ich glaube, einmal rum kommen wir gar nicht. Da hinten fährt übrigens der kleine Fendt mit der Feldspritze. Müsste aber auch schon bald durch sein. Ne? Die hat ja 16 Meter Durchmesser. Durchmesser, Quatsch. 16 Meter Arbeitsbreite meine ich natürlich. Ja, guck mal, wir kommen gar nicht rum. Ich würde schätzen, dann noch bis zur nächsten Ecke und dann war's das. Dann können wir erstmal den Abfahrer holen. Ja. Kommen wir nicht mal mehr bis zur... bis zur nächsten Ecke. Siehst du? Oh. Bleib doch stehen. Bleib doch stehen. So. Ja, kein Problem. Der Case steht hier vorne. Hier rechts um die Ecke. Mehr oder weniger fast in der Hofeinfahrt. Da ist er. Noch mit dem Grubber dran. Den können wir hinten abstellen und dann nehmen wir uns den Anhänger. Aber nicht den hier vorne. Wir nehmen den großen einfach. Der steht, glaube ich, hier hinten irgendwo. Und dann sollten wir mal demnächst hier so eine Halle platzieren. Ich suche da mal eine raus. Weil ich glaube, so eine richtig schicke hatten wir jetzt hier nicht dabei, ne? Kaputt. Okay. Nee. Da gucke ich mal, ob ich da was Schönes finde für uns. Was wir uns hier hinstellen können. Was auch so ein bisschen vielleicht zu dem Hofcharakter passt. So. Zack, alles angeschlossen. Och, da komme ich gar nicht lang. So, steht hier irgendwas hinter uns? Nee. Ja, rückwärts Drehschemel und ich, ne? Das ist auch keine Liebesgeschichte, Leute. Wir werden uns niemals verstehen. Seht ihr das? Oh Gott. Ah, siehst du, sehr schön. Guck mal, der kleine Fendt ist schon fertig, der 510C. Während der Drescher gleich abkippt, abtankt oder wie auch immer, dann können wir den schon mal vom Feld wieder runterholen. Und eigentlich mit dem Düngerstreuer direkt losschicken. Genau, das können wir machen. Düngen müssen wir das Feld nämlich auch noch. Das passt. 100%ig. So, hier schön in die Büsche rein. So. Na. Ja, 100%ig. Abfahrer entlassen. Was haben wir hier eigentlich drauf? Hab ich schon wieder vergessen. Ein Sojabohnen. Gut, dann einmal den hier abstellen. Den können wir eigentlich, können wir den hier oben reinstellen, ne? Das ist hier oben Saatgut und so weiter. Saatgutdünger, das steht ja alles hier oben. Und Kalk. Da können wir die Fahrzeuge dazu ja auch, oder die Geräte dazu ja auch hier oben eigentlich lassen. Das macht ja schon Sinn irgendwie. So. Der Düngerstreuer, der steht auch unten. Meine ich zumindest eben gesehen zu haben. Ach, da steht er. Hier.
Zack. Da gab es auch ein Update. Ich habe jetzt allerdings vergessen durchzulesen, was dort geupdatet wurde. Ich wollte eigentlich noch im Changelog nachgeguckt haben, aber habe ich vergessen. Vielleicht fällt uns ja irgendwas auf. Ja, wenn euch da irgendwas aufgefallen ist, schreibt es mal wieder in die Kommentare rein. Was mir auf jeden Fall auffällt, ist, dass der Fendt leider rutscht. Das finde ich ein bisschen schade. Das Problem hatten wir ja anfangs auch mit dem einen Hänger, den habe ich ja dann verkauft. Habe bisher auch noch keinen neuen geholt, jetzt aktuell haben wir ihn nicht gebraucht, wir werden das dann machen, wenn wir ihn brauchen, ne? So, die 35, 24 Meter. Und los geht's. Ja, man sieht es zwar nicht, aber ich hoffe, dass wir das hier gleich sehen. Jo, passt. So, dann geht's hier weiter mit dem Dreschen. In dem anderen, da passt ja nur eine Ladung rein, in den kleinen Kipper. Deswegen ist es ganz gut, dass ich da direkt den großen geholt habe. Den kleinen muss man überlegen, ob das eigentlich Sinn macht. Weil wir ja auch kein Feld eigentlich. Ja gut, vielleicht bei dem kleinen, bei dem Sojabohnenfeld. Vielleicht reicht uns da eine Ladung aus. Ne? Sojabohnen kommen ja eh nicht so viel runter. Aber die würde ich dann auch ganz gerne verkaufen wollen und das Geld mitnehmen. Wir wollen ja in Kartoffeltechnik investieren. Da braucht man eine Sämaschine und da braucht man natürlich auch die Erntemaschine. Und das ist natürlich ein bisschen Schotter, was da dann auf uns zukommt, ne? So, jetzt muss ich mal gerade gucken, wie der Kurs gewesen ist. Und zwar die 33, das müsste der gewesen sein, ne? Wir haben hier, glaube ich, 5 Meter, kann das sein? Da haben wir hier 6,6. Warte mal. Da bin ich mir jetzt gar nicht sicher. 6,7 sogar. Ich habe die falsche Zahl eingegeben. Ich will nur mal eben kurz gucken. Also das hier müsste der dann sein. Genau. Wie wir hier gleich fahren müssen. Ich schalte die gleich wieder aus. Ne? Ich will nur gucken, wie das gewesen ist. Okay. Hier jetzt noch einmal wieder hoch und dann da oben der Spurwechsel. Okay. Ich verstehe. Ich verstehe. Wenn man das wenigstens einigermaßen richtig ist, dass wir da nicht später dann irgendwie das Problem haben, dass wir den Helfer nicht mehr einstellen können. Das muss ja auch nicht sein. So. Weiter geht's hier. Der andere Kollege müsste dann gleich schon wieder fertig sein. Düngen, das geht ja immer relativ flott. So klar, bei 24 Meter Arbeitsbreite, ne? Oder bei 16 Meter für die Feldspritze. Liebe Leute, dann würde ich sagen, machen wir genau hier in der nächsten Folge weiter.
So, bitte. Mit dem Dreschen und dem... Ja gut, der Fendt wird wahrscheinlich jetzt gleich eh fertig sein. Ja, wie gesagt, bis zur nächsten Folge und vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao, ciao.